Kultur. Herzlich willkommen hier in der Remise. Die Band ist da, ich bin da und ich habe das Wissen, was Sie noch nicht haben. Wir haben zwei extremst gute Gäste. Ja, zwei Menschen, die kulturell sehr verschiedene Dinge tun, aber was soll ich sagen, extremst populär sind bei dem, was sie tun. Also viel populärer als der Alex oder ich oder der Philipp oder also der Ludwig. Aber was warten wir jetzt eigentlich noch? Natürlich, ja. Also ist schon bekannt auch. Es ist bekannt. Ich kann sogar eine kleine Geschichte erzählen. Bitte gerne. Kredenze den Wein und du erzählst die Geschichte. Ja, ich war in Altaussee in meinem Haus und auf einmal höre ich ganz laut Tanz Mephisto. Thema, was ist jetzt passiert? Ich schaue runter in einem weißen großen Auto, geht plötzlich die Tür auf und wer kommt da raus? Der Falco. Ja. War er zu Besuch? Er war nicht zu Besuch, er ist ganz überraschend gekommen. Ich war also irgendwie perplex. Plötzlich war er da. Und dann saß er halt bei mir hinten und haben ein bisschen geredet. Und wir sprachen über nichts anderes als über Mephisto. Also er hat den Film gesehen. Weiß ich nicht. Ja. Ich nehme schon an. Ja. Ja. Aber vielleicht hat es mich auch ohne Mephisto schon gegeben. Ja, aber es hat ihn inspiriert zu dem Lied, auf alle Fälle. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Mich inspiriert ein Gegenstand, also hoffentlich dich inspiriert ein Gegenstand, zu einer Geschichte, die dich betrifft, die was mit deinem Leben zu tun hat. Wir haben, wahrscheinlich stimmt die Farbe nicht, ein VW-Bus. Angeblich hat der in deinem Leben eine gewisse Rolle gespielt. Also nicht der, sondern der echte große VW-Bus soll angeblich einmal von dir gefahren worden sein. Es gab ein Loch im Bus. Es wurden Bananenschalen entsorgt. Ach Gott, ja. Es war kein Bus. Was? Nein, es war ein ganz einfacher Mercedes. Wollte ich schon sagen. Ganz einfacher Mercedes. Das hat sich ja später ergeben. Ja. Es war ein VW, der auf meinen Namen zugelassen wurde. Ich selber durfte ja noch gar nicht fahren, sondern Freunde von mir. Und wir haben dieses Auto in Stuttgart, wo ich auf der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst war, haben wir also dort gekauft, um 300 Mark, ich werde es nicht vergessen. Ich selber durfte noch nicht fahren, weil ich keinen Führerschein hatte, aber ein halbes Jahr später habe ich den Führerschein auch gemacht
Und dann bin ich mit dem Auto gefahren und habe gesehen, dass es eine gute Möglichkeit gibt, weil da so ein Polster drin gesteckt hat und macht man auf und da konnte man was rausschmeißen. Ja, durchs Auto durch? Ja. Ja. Das war halt damals alles anders. Ja, ja. Und was war das dann? Es gibt eine Geschichte von dir, war das selbiges Fahrzeug, wo du damals in Tübingen angeboten bekommen hast, den ersten Unauffälligen beim Bockerer zu spielen und du dann gemeint hast, na, den ersten Unauffälligen spüle ich sicher nicht und bist dann getürmt mit einer schwangeren Frau. Die noch, Geschichte noch nicht. Ja. Ich bin beim getürmt, weil erster Unauffälliger, wie ich das dann gelesen habe, es war immerhin eine Rolle. Ja? Okay. Aber es kam noch viel schlimmer. Eines Tages bekam ich ein Buch und da stand drin Otto von Bern. Und da habe ich halt geschaut, wie man halt so nachschaut, wo komme ich vor und so weiter und ich habe es nicht gefunden. Und da bin ich nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, du, Otto von Bern, das gibt es doch nicht, dass die dir eine Rolle anbieten, die es nicht gibt. Und dann hat sie halt nachgeschaut und auf Seite 78 stand Dietrich von Bern und Otto von irgendetwas, Doppelpunkt, hier. Das heißt... Das war der Text oder Sie sind hier? Hier, Doppelpunkt hier. Das heißt, ich hatte nicht einmal einen Satz, sondern nur ein Wort und das nicht allein. So begann meine Karriere in Tübingen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich vorher netterweise vom Intendanten schon gut behandelt wurde und einen Shakespeare spielen durfte. Und das hat halt so hoch angefangen, dass er dann dachte, dann nur da und genau. Sagt, hier ist irgendwie... Ja. Wieso weißt du das? Nein, wir haben geforscht ohne Ende. Ja. Du bist geboren in Altersee. Ja. Und du bist aber eigentlich dann direkt nach Kriegsende oder sehr schnell nach Kriegsende über Basel nach Deutschland, wo ist die Familie überall hingezogen und weil, warum eigentlich? Warum seid ihr in Altersee? Mein Vater war deutscher Beamter, kam 48 aus der Kriegsgefangenschaft zurück und hat mich natürlich, ich kann nur sagen, gestohlen. Ja, also eines Tages war ein Mann da, der hat gesagt, er ist mein Vater. Das war nicht so einfach, weil bisher war mein Odat, der Opa, mein Vater. Und es war nicht leicht, diese ganze Geschichte eigentlich zu überwinden. Und am nächsten Tag wurde ich nach Salzburg gebracht von meinen Großeltern über Brücke nach Bayerisch Gmain. Und da wurde ich sozusagen übergeben und dann war ich in Deutschland. Bin vorher noch mit dem Raddampfer über einen großen See, das war der Bodensee, also viel größer als der Altausseer See. Das konnte ich mir natürlich damals gar nicht vorstellen. Und dann bin ich in Grenzach bei Basel, also aber auf der deutschen Seite, in die Schule gegangen. Und da war ich 4 Jahre und dann ist mein Vater versetzt worden zum Binnenzoll. Und dann war ich 5 Jahre in Oberkirch im Schwarzwald, im Progymnasium. Dann bin ich aufs Gymnasium nach Kehl am Rhein. Also so bin ich eigentlich in Baden irgendwie auch aufgewachsen. Was nicht bedeutete, dass ich nicht Weihnachten, Ostern, Sommer in Altaussee war. Immer wieder zurückgekommen und mit der Oma damals in Salzburg den Jedermann besucht. Ja. Ja? Ja, wie alt warst du da? Das war schon ein bisschen später. Das spielte jedenfalls der Will Quadflieg, den Jedermann. Und ich habe zu der Oma gesagt, Mam, muss ich sagen, du, den spüre ich auch mal. Ne? Und ich glaube, sie hat es mir geglaubt. Offensichtlich auch recht behalten. Ja. Jahre später war es ja dann soweit. Woher kommt deine theatralische Ader? Also wo wird der Papa Zollbeamter? Also jetzt, die Mutti war im Kirchenchor. Okay, da muss man schon was darstellen. Und nicht nur im Kirchenchor, auch als wir in Deutschland waren, hat sie also bei einem Weinfest mal angefangen, Lieder zu singen und auch sogar Wiener Lieder und österreichische Lieder. Also irgendwie, und meine ganze Familie, die österreichische Familie war irgendwie von Musik und Gesang gesegnet, kann man sagen. Und die hatten sogar so nicht nur privat, so ein Viergesang. Mein Onkel und meine Mutti und Großvater und die Oma.
Und das ist, die brauchten keinen fünften, ne? Die waren schon zu viert. Waren die vier. Und außerdem haben sie zu mir immer gesagt, ich hätte ja ganz nette Stimme, aber ich kann nicht Stimm halten. Stimmt auch. Es stimmt bis heute fast, ja. Wenn jemand anfängt und ich muss dazu singen oder ich kann allein singen und dann kommt jemand dazu, wird es schwierig mit mir. Aber wären das nicht so self-fulfilling prophecies nach einer Zeit? Irgendwie, wenn man sagt, auf damals als Kind haben sie mir immer schon gesagt, ich kann nicht Stimme halten und das setzt sich dann irgendwie so. Eventuell, da hast du ganz recht. Ja. Das habe ich lang mit herumgeschleppt. Ich habe es dann irgendwie, obwohl ich war sehr früh in Verona, in der Arena, und habe dort Tosca gesehen. Fantastisch. Ja, nicht nur die 30.000 Kerzen, die da angezündet werden. Und wenn alles so runtergeht, dann fängt das Ganze erst an. Und dann stand ganz groß ein Mensch auf der Bühne, Franco Corelli. Und da habe ich gesagt zu meinem Vater, Vati, das mache ich auch. Ach, und da ist nicht wahr geworden. Ist nicht wahr geworden. Sänger bin ich keine geworden, ja. Aber so etwas ähnliches. Aber was auf der Bühne steht. Auf der Bühne. Auf alle Fälle. Und das war für die ganze Familie klar, das macht er, das funktioniert so, das unterstützen wir, da sind wir dabei. Ja, die Familie, bis auf meinen Vater, der gesagt hat, du, also langsam, langsam. Und dann habe ich gesagt, du, nach dem Gymnasium, ich möchte jetzt also auf die Schauspielschule gehen und so weiter. Und er hatte nichts dagegen, aber er hat gesagt, du gehst mir nicht nach Salzburg oder nach Wien, nach Österreich zurück, sondern du musst in meiner Nähe bleiben, du musst da bleiben und kommst Freitag, Samstag, Sonntag immer zu mir, damit ich dir das ausreden kann. Und, wie lange hast du dich daran gehalten, an diese Abmachung? Nur ein Jahr, weil nach einem Jahr hat die Karin, meine Freundin, gesagt, du, wir kriegen ein Kind. Und dann war es überhaupt nicht mehr die Rede davon, dass ich weiter auf die Schule gehe oder studiere, sondern ich habe durch Glück in Tübingen, dort, wo ich diese tollen Rollen angeboten hier bekommen habe. Ja, hier. Und so begann eigentlich meine Theaterlaufbahn. Aber dein Vater wollte verhindern, dass du nach Salzburg oder nach Wien zurückgehst und das hast du dann aber gerade gemacht eigentlich, oder? Naja, also, da war er ja nicht mehr mein Chef sozusagen. Ja. Aber er hat das wirklich nur deshalb gemacht, weil er einfach Angst hat, weil er einfach wusste, das ist nicht so eine Marthe Wiesen, so einen Weg zu gehen. Und als er verstorben ist, in seinem Schreibtisch waren so dicke Bände mit Bildern und Kritiken und so weiter. Er hat alles aufgehoben eigentlich, was er dann doch gefunden hat. Und das hat er dir aber nicht persönlich sagen können, wie sehr stolz er ist, oder ist das schon? Naja, also ich meine, mit der Zeit hat er sich dann schon auch irgendwie eingelassen darauf. Aber es ging ja nicht um die nachherige Zeit, sondern um den Anfang. Und das war Sorge. Und nachher hat er sich genauso gefreut, natürlich wie die anderen auch. Aber warum bist du dann tatsächlich nach Wien gegangen? Also warum dann? Also die ersten Jahre habe ich mal geschaut, dass ich Engagement kriege und habe nicht gedacht, welche Stadt das sein wird. Es war viel Glück. Tübingen, dann kam ich nach Salzburg und von Salzburg nach Düsseldorf und von Düsseldorf dann München, Wien. Und es ist alles so schnell gegangen, dass ich es fast selber nicht geglaubt habe. Also ich hatte sehr, sehr viel Glück und habe es auch nicht so hinterfragt, wie wir das natürlich jetzt wir beide machen. Ja. Es ist ein Weg, ja. Und der passiert einem. Und natürlich muss man nicht sagen, ich habe nur Glück gehabt. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich war sehr ehrgeizig. Bin es auf irgendeine hoffentlich angenehme Weise geblieben. Kriegt's nicht mehr ja, los. Ich möchte nämlich gern gut sein. Ja, ja, ist ja keine schlechte Eigenschaft. Ja. Schlecht sind nicht die anderen. Ja. Man versucht gut zu sein. Dann war lang Theater. Und wie kam es dann zu diesen zu der Zusammenarbeit oder ist eine Freundschaft eigentlich mit István Szabó? Wie kam es zu dieser Begegnung eigentlich? Lange Zeit habe ich überhaupt auch schon Angebote im Film gehabt, aber wenn man Don Carlos und all die großen tollen Rollen spielt, dann denkt man nicht so an den Film. Aber eines Tages hat jemand angerufen und hat seinen Namen gesagt und hat gesagt, er möchte gern das Buch von Klaus Mann, Mephisto, verfilmen und er würde. Da habe ich gesagt,
Das mache ich. Ob des Buches, also das die mache Rolle. Ich, ja. Und ja. Deshalb, weil ich in der Anfängerzeit in Tübingen das Buch Mephisto mir besorgt habe. Ich gehe dahin und sage, ich hätte gern das Buch. Und dann, das ist verboten. Das ist auf dem Index. Ah, oh, sage ich, das ist aber. Dann war das Buch da. Wir haben noch eines. Ja, wir haben das Buch da. Und dieses Buch hat mich eigentlich irgendwie aufmerksam gemacht, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man nicht einfach so dahin seinen Beruf hat, sondern dass man tatsächlich irgendwie etwas tut für die Öffentlichkeit und das sehr aufpassen muss. Und entscheidend ist eigentlich, dass nicht der Beruf das Wichtigste ist, sondern der, der man ist in der Gesellschaft und dazu Stellung nimmt. Ja. Also nur aufzutreten und dann holo oder ho, ist, also es geht auch. Geht aber. Dagegen hat man ja überhaupt nichts. Aber es wäre schon schön, wenn man irgendetwas damit bewerkstelligen könnte. Aber das war auch gleich der Plan. Es war halt die Initialzündung und dann habe ich in Ungarn gedreht. Es war ganz toll, weil die deutschen Co-Produzenten haben immer gesagt, also man kann nur in Ungarn drehen, weil im Osten ist time no money. Das heißt, es war sehr viel Geld zu kriegen, ja, vom Westen, aber es ist so viel mehr, sodass man eigentlich dort sehr, sehr gut produzieren konnte. Und außerdem war das eine fantastische Sache. Also das war 1981, nur damit man es einordnen kann. Also 1981, und wir hatten mit den Schauspielern und auch die aus der DDR immer irgendwas zu tun und haben ein Thema gehabt. Das war also die Mörderzeit in Deutschland, die Schrecklichkeiten, die wir auf gar keinen Fall so abtun können, auch wenn es so viele Jahre her ist, sondern wir müssen damit leben und schauen, dass so etwas nicht mehr passiert. Und so gefeit ist man nicht, dass Schweinereien passieren, grauenvolle Dinge. Ja. Also da waren wir dran. Und so wurde der Film eines Tages, beinahe wäre vorher im Fernsehen gelaufen. Dann wäre ja Oscar-Nominierung nicht mehr möglich gewesen. Nein, da wäre nie Cannes angenommen worden. Ja. Nicht? Aber so ging das irgendwie noch mit Betteleien, dass es gar nicht vorher gezeigt wird woanders. Ja, mit Betteleien, klar. Und dann kam das in Cannes raus und wurde der Erfolg, der es dann anschließend war. Und dann gab es natürlich die Möglichkeit, dass man dann auch noch andere Dinge realisiert. Wenn man was erfolgreich ist, so wie Mephisto, dann kommen Angebote, man kann sich andere Dinge überlegen. Ja. War dann vorher gleich, sag niemals nie, das Angebot? Nein, oder? Also ganz schrecklich war, dass die ersten Sachen, die ich nach dem Mephisto in Amerika bekommen habe, nach dem großen Erfolg, und ich wurde auch überall herumgereicht, aber waren ein Nazi-Offizier nach dem anderen, war damals noch blond und hatte Haare und so. Ich war richtig böse, ich war sauer auf die Leute. Ich komme mit dem Film daher und jetzt kommen diese Rollen. Ja, ich hätte mir wirklich eine halbe oder ganze goldene Nase verdienen können. Ich wollte das nicht machen. Und dann kam ein Angebot, nämlich der James-Bond-Film. Ja. Und ich habe gesagt, so, jetzt muss ich auch noch eine Operette machen. Und noch dazu eine ganz schlechte, ja, entsetzlich. Und so ein Kalte-Krieg-Film-Geschichte. Ja. Mache ich nicht, auf keinen Fall. Irving Kirschner, mache ich nicht. Dann wurde ich angerufen von Sean Connery. Übrigens ein prachtvoller Kerl. Ja. Und sagte, warum nicht? Also, you know, we will have a lot of money and a lot of fun. Und diese künstlerischen Gründe konnte ich natürlich Fun und Money. Nicht mehr ab. Ging, ging. Also, ja. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Ja. Weil das bedeutete ja, dass man mit der Möglichkeit, als fünftes Rad beim James Bond dabei zu sein, irgendwie Menschen lukrieren, die in unsere Filme gehen, die wir dann noch wieder in Europa gemacht haben. Ja. Und gab es dann noch mehr Bösewicht-Rollenangebote? Oder naja, auch die Figur, die ich gespielt habe in Out of Africa, ist ja nicht der Sympathische, obwohl ich den sehr, sehr gerne gehabt habe. Aber er hat was Nettes. Nur meine Mutter hat gesagt, den spielst du mir nicht, weil du gibst da
Meryl Streep eine Krankheit und das ist nicht gut. Also meine Mutter war sehr, sehr dagegen. Ja. Wirklich? Ja. Also ich tue jetzt so, als meine Familie hätte meine ganze Karriere jedes Mal angerufen. Mama, soll ich? Darf ich? Ja, nein. Also und das war auch natürlich eine fantastische Geschichte. Ja. Also ich, wie gesagt, ich hatte Glück und jetzt, wo du so mit mir darüber sprichst, kommt das wieder. Also man denkt ja nicht die ganze Zeit drüber nach, sondern manchmal weiß ich, dass es eigentlich nahtlos immer wieder Möglichkeiten gab, ob am Theater oder im Film etwas zu machen. Ich habe auch mittlerweile immer wieder Regie geführt und ich bin sehr, sehr froh. Und jetzt bin ich ein alter Herr, ja, ich gehöre zur Risikogruppe. Und es geht mir gut. Das ist doch gut so. Ja. Aber es muss schon stressig gewesen sein in den 80er Jahren. Weil ich denke, man ist froh, man hat Erfolg, man kriegt Angebote. Dann ist mehr oder weniger gleichzeitig sowas wie Jedermann und James Bond. Wie geht es einem da dann plötzlich? Damit hat man irgendwie das Gefühl, ich versäume was oder ich entscheide mich falsch oder jetzt muss ich besonders aufpassen oder ach was. Wie ist das das Grundgefühl? Naja, also es war Krisisoman, wie man in Wien sagt. Also man ist, glaube ich, froh. Ne? Man ist sehr schon froh, natürlich. Und man merkt auch durch die anderen, dass das ein Weg ist, der nicht so selbstverständlich ist. Ja? Aber ich hatte eigentlich immer ein gutes Korrektiv. Zunächst, solange mein Vater noch gelebt ist, das war ein sehr bescheidener Mann. Und er hat nicht zugelassen eigentlich, dass man da jetzt über sich hinaus wächst. Das war auch gar nicht nötig. Ich habe so viel gearbeitet, ununterbrochen, dass mich das einfach wirklich nicht so beschäftigt hat. Ja. Ne? Und ich bin auch sehr froh, dass das so war, weil so ein überheblicher Bursche, der muss man nicht, obwohl, das wurde ihm natürlich schon nachgesagt. Ja. Ja, der hat sich sehr verändert, also ganz schrecklich. Also nur die Altausseher haben gesagt, der ist jeder klein. Und sonst hätte ich auch nicht dort existieren können, ja, am Stammtisch, da fliegt man raus. Ja, wenn man da hochnosert wird. Wenn man so anzahlt, ne, natürlich. Ja. Schupft die. Ja. Aber lass uns doch Freude haben beim Musizieren. Ja. Ich freue mich sehr, ich überreiche ein Mikrofon und wir überraschen die Menschen, würde ich einfach sagen. Oder? Ja, ja. Überraschend. Ja. Yeah. Darf man sehr krass mal überraschen. Yes. Una mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. E ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. O partigiano, portami via. Che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in mondo.
Kultur und endlich haben wir einen Grund gefunden, mein Lieblingslied irgendwo unterzubringen, ja? Nämlich Raspberry Beret von Prince. Ja? She wore a Raspberry Beret. Eigentlich ist es voll falsch, weil sie hatte ja kein Raspberry Beret, aber sie hatte einmal zumindest ein Barett. Aber das Lied ist auch so schön und ich glaube, sie kann wunderschön zu diesem Lied hier zu uns an die Bar tanzen. Sie sagt von sich selber, und das gefällt mir sehr gut, sie ist Humoristin und so will ich sie willkommen heißen. Damen und Herren, Stefanie Sagnagel! Dieses Lied spielen. Raspberry Beret, dein Barett hast du abgelegt. Ja, das habe ich mir ein bisschen, das ist irgendwie verschwunden, ich weiß auch nicht genau warum. Und also, nicht mehr passt. Zuerst habe ich es so ein bisschen weniger getragen, weil es den Vorteil hatte, dass ich dann auch weniger auf der Straße angesprochen wurde. Und irgendwann habe ich es dann ganz weggelassen. Weiß auch nicht, man muss sich so neu erfinden halt. Es ist automatisch passiert. Ja, genau. Ich habe für dich auch einen Gegenstand, der kommt tatsächlich von mir zu Hause privat, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, da fällt dir eine Geschichte dazu ein. Ich habe die Original-Erstausgabe von Die Feuerrote Friederike von Christine Nöstlinger. Ah, das ist die Original-Erstausgabe. Ja, und mir ist dabei aufgefallen, dass eigentlich bei den Zeichnungen vorne, schau mal, warte, ich tue kurz, was der dieses... ja, was das... Die Zeichnungen da haben... ein bisschen eine Ähnlichkeit mit deinen Comics, finde ich fast, oder? Ja, ist nicht ganz unähnlich, so ein bisschen krakelig und die Augen mache ich auch immer eigentlich so. Ja, ja, und so diese, und für Kinderbuch damals, also nichts Niedliches oder so, sondern eigentlich so. Ja, so oder? Ein bisschen comichaft. Also niedlich finde ich es eigentlich schon. Ich weiß auch nicht genau, weil die Nöstlinger hat ja angeblich die allerersten Illustrationen selber gemacht, aber ich weiß nicht, ob in diesem Buch. Nein, ich glaube, glaub ich nicht. Das ist ein anderes, glaube ich, was so, weil die war ja auch Grafik. Hat die auch gemacht. Ja. Nöstlinger, was verbindest du mit der Christine? Ja, also ich bin halt sehr stark mit diesen Geschichten aufgewachsen. Das wurde halt in meiner Familie viel gelesen und mir vorgelesen. Und das habe ich dann, wie ich selber lesen konnte, viel gelesen. Und ich habe das Gefühl, das hat mich auch sicherlich sehr geprägt, weil das alles sehr anti-autoritär war und sehr ehrlich, sehr unverblümt. Also man ist, als Kind konnte man sich sehr gut identifizieren, weil es eben nicht so eine beschönigte Märchenwelt war, sondern da gab es schon... Bladekinder, schiere Kinder, ja. Scheidungskinder und so rothaarige weiter. Kinder, genau, die man verbrennen will, dass man es irgendwie... Genau, genau. Ja. Also, ja. Im Gymnasium bist du dann ob der geografischen Nähe in ein Gymnasium gesteckt worden, wo du plötzlich mit Kindern konfrontiert warst, die mit deiner Lebensrealität relativ wenig zum Tun gehabt haben, oder? Ja, also ich wurde halt aus recht pragmatischen Gründen, weil da viele hingewechselt haben, mit denen ich in der Grundschule war, in der Volksschule, wurde ich dann einfach in ein Gymnasium geschickt. Das war jetzt auch nicht so speziell, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, auch wie ich älter war, dass das doch ein bisschen ein Clash war. Also dass es schon, ich auf eine gewisse Art angeeckt bin, die mir jetzt später bewusst geworden ist, dass das schon mit meiner Herkunft auch zu tun hat, dass ich einfach zum Beispiel ordinärere Schmähs gemacht habe oder Ärger schimpfen konnte und dass dann so Ärzte... Ärztinnenmütter halt Angst hatten, wenn ich beim Geburtstag eingeladen wurde, Witze erzähle. Ja. Genau, das war mir halt damals nicht so bewusst, aber das war halt schon eine sehr, sehr konservative Schule. Da gab es halt wenig liberale Eltern, die waren alle schon wirklich sehr, die hatten so gewisse. Also du warst quasi so ein bisschen der Schreck der Eltern deiner Schulkollegen. Ich von allen, also gab ja auch durchaus nette Eltern, die mich mochten, aber schon von manchen. Also da wusste ich schon so, irgendwie packen die mich nicht ganz und irgendwie sage ich immer zu arge Sachen und ich weiß eigentlich gar nicht, warum, ich bin ganz normal. Ja, weiß nicht, was du von mir. Ja, du hast ja gesagt, was dich überrascht hat, dass die irgendwie alle Sachen gegessen haben, die du persönlich irgendwie nicht verstanden hast. Oder? Naja, das ist halt so Klassenunterschiede. Damals hätte ich das auch nie so benannt. Das ist mir dann alles, wie gesagt, eben erst so im Nachhinein bewusst geworden. Merkt man halt total viel über so... Esskultur, Tischkultur, also ich war dann oft so, wenn ich dann eingeladen war bei denen, war das alles so, darf ich jetzt essen oder muss ich wirklich warten, bis jetzt jeder sein Essen hat und wozu muss ich warten, das ist alles so künstlich irgendwie und natürlich gab es auch andere Sachen zu essen, also bei mir gab es halt so Hausmannskost und da gab es dann plötzlich so
kapern oder sowas, was ich noch nie gesehen habe davor. Und was ja, ist das? An solchen Kleinigkeiten. Das grüne Glitchi. Ja, oder Käse, so viel verschiedener Käse. Das ist ja auch nicht so, wir hatten halt so Toastkäse und ja. Butterkäse. Ja. Keine Ahnung. Folierten Käse halt. Aber was einem als Kind dann auf, doch auffällt irgendwie, dass das die Unterschiede sind, oder? Ja, aber das sind so die Unterschiede, die einem halt auffallen, dass man halt irgendwie so... Essen. Beim Essen, dass es einfach anders ist irgendwie. Und ich fand es ja auch nicht schlechter daheim. Ich habe mich jetzt auch nicht geniert. Ich fand es daheim eigentlich entspannter. So, da hat der Fernseher gerannt. Der Fernseher ist gerannt. Der ja. Onkel hat einen Schaß lassen. Das war alles nicht so ganz entspannt. Und dann war dann alles so steif. Und ich dachte mir, muss ich mir jetzt eine Serviette hinlegen? Und genau, ja. Die Schule hast du es ja trotzdem sehr demotivierend empfunden, hast du einmal gesagt. Gab es da Clinch mit Lehrern oder? Ja, das war halt, das ist einfach auch das Schulsystem, das, und es war immer eine recht konservative Schule, also da war halt nicht viel Platz für kreative Entfaltung und alles, was ich halt so an eigenen Ideen und eigener Meinung mitgebracht habe, wurde halt doch auch als störend empfunden, oder ich hatte auch einen starken Gerechtigkeitssinn und wollte auch auf Augenhöhe diskutieren mit den Lehrern. Ah, das war halt nicht gefragt irgendwie. Und das war, glaube ich, in anderen Schulen aber leichter gewesen. Das war schon die Schule speziell. Und natürlich halt, wenn man älter wird, als wenn man jünger ist, ist es ja mir ein bisschen wurscht, so 11, 12, aber mit 13, 14, wenn man dann so ein bisschen eigenständiger wird, dann war es halt schwierig irgendwie, dann hatte ich halt plötzlich Dornscherereien. Also wenn dich die in eine andere Schule gesteckt hätten, dann hättest du nicht Schule gestangelt und hättest das durchgezogen, glaubst du, bis zur Matura? Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, könnte sein, aber ich war jetzt nicht so ein wilder Punk, wie man, so wie ich irgendwie dargestellt wurde von der Lehrerschaft, ich war eigentlich ganz nett und harmlos. Ganz lieb und die Schule angepasst war einfach, eigentlich genau. Für normale Verhältnisse. Ja, ja. Du bist dann aber trotzdem in den Park geflohen, hast lieber dort deine Zeit verbracht, hast dort Menschen kennengelernt, die halt viel Zeit im Park verbringen. Ja, also ja. Obdachlose, Leute, die irgendwie Drogenprobleme haben. Mhm. Ist diese sofortige Nähe, die du zu denen auch gesucht hast, oder diese Neugierde auch damit begründet, dass deine Mama Krankenschwester hauptsächlich auch mit psychiatrisch Kranken sind? Ob das, war das für dich was Normaleres als für andere? Nein, eigentlich nicht. Also meine Mutter hatte eigentlich einen sehr, wie soll ich sagen, professionellen Zugang, um nicht zu sagen kalten, pragmatischen Zugang. Also so garstig, das ja, ist. Ja, also mir haben immer alle so leid getan und irgendwie gesagt, hey, bitte, also das war es auf jeden Fall nicht. Da haben wir einen sehr unterschiedlichen Zugang. Also die wird muss jetzt nicht mit den Leuten abhängen, privat. So. Aber du hast es spannend gefunden, von Anfang an. Naja, es waren halt auch die Leute, die man halt so kennenlernt, weil ich meine, wir hängen den ganzen Tag im Park ab, es sind halt Pensionisten, halt Jugendliche, dann vielleicht Leute mit so kleinen Wohnungen, halt Migrantinnen oder Leute, die in Asylheimen wohnen, halt alle, die halt, also deswegen habe ich auch dieses Buch da so ein bisschen drüber geschrieben, weil da geht es ja auch darum, dass man halt keinen Platz hat in der Zeit und deswegen muss man sich halt arrangieren mit Leuten, die einem irgendwie Platz geben oder so. Also da bin ich ja nicht die Einzige, die so mit in dem Alter, auch wenn ich Leuten immer so diese Geschichten erzählen, dann meinen die, ja, sie hatten eigentlich auch immer da gab es so einen 40-jährigen Rocker, bei dem sie immer abhängen konnten mit 14 oder so. Also weil man einfach nicht in Lokale kann und keine Wohnung hat. Kein Geld hat dafür, ja. Kein Geld, also keine Ressourcen. Deswegen ja. Ist man halt da so zur Solidarität irgendwie auch gezwungen und zur Offenheit. Aber natürlich fand ich die Leute auch spannend und es waren ja auch nicht ungute Leute. Du hast einmal kurzzeitig überlegt, ob das nicht auch dein Berufswunsch sein könnte, also quasi dein, dass du auch so werden möchtest gern. Deine Mutter wird sich das ja gefreut haben. Ja, ja, so genau, das habe ich da im Buch auch gemeint, wo meine Mutter meinte, ob ich nicht, also wie ich dann die Schule merke, wie sich abzeichnet, dass ich die Schule abbreche, meinte sie dann, ob ich nicht Sozialarbeiterin werden will und ich meinte dann so, naja, eigentlich hätte ich lieber mal einen Sozialarbeiter. Das ist das Erstrebenswertere, das sehe ich dann nicht immer. So aber du hast dann für die Mama oder auch für dich die Aufwandsprüfung auf der Akademie der Bildenden Künste gemacht und geschafft. Mhm. Aber so richtig deine Heimat hast du dort auch nicht gefunden. Weil du hast dann irgendwie gesagt, mit denen, die dann irgendwie versuchen, schnell Bilder zu malen, die sie um teures Geld verkaufen können, das war dann irgendwie nicht so der... Naja, also ich bin in einer Malereiklasse gelandet und ich hatte schon das Gefühl, dass die Atmosphäre nicht sehr freundlich ist irgendwie, wo man sich denkt, ah, man wird angenommen und lernt ganz viele talentierte, coole, kreative Leute kennen und dann waren auch alle total unfreundlich zueinander und auch so verhalten und
war wie so ein Spiel, so wer zuerst grüßt, verliert irgendwie. Und dann bin ich aber auch irgendwann draufgekommen, dass das schon auch die Ökonomie von Malerei zum Beispiel ist. Also da muss man auch wirklich sich hervortun. Da gibt es halt die Sammler, die Reichen, die dann die Bilder kaufen. Und dann mit der Zeit bin ich immer mehr in so Comic-Szenen gekommen, wo die Leute viel netter waren, weil da teilt man sich die Druckkosten, da lohnen sich Kooperationen, weil eh niemand Geld verdient so richtig. Und also ich glaube, das hat schon noch was wirklich mit so wirtschaftlichen Gründen dann zu tun, genau. Wirtschaftliche Gründe waren dann auch, dass du ins Callcenter gegangen bist, ja, um da zu arbeiten. Ist das eine Erfahrung, die wirklich so für dich wichtig war, um das zu entwickeln, was du jetzt machst? Also ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe von allem irgendwie gezerrt, was ich halt so erlebt habe, habe ich halt erzählt irgendwie. Aber es hat mir eine gewisse Struktur gegeben, die gar nicht so schlecht war. So 20 Stunden Hackeln fand ich eigentlich nicht so schlecht, weil ich dann immer schon mal wach war. Sonst hätte ich halt bis zum Mittag geschlafen. So war ich zum Mittag mit der Arbeit fertig und war dann halt auch viel motivierter, meine kreativen Sachen mal irgendwie zu ordnen. Aber dann hast du diese interessanteren Gespräche eben gepostet. Ja. Hast dann deine ersten, sagt man da, Lesungen gemacht, ja, also genau. Lesungen von deinen Gesprächen beim Callcenter. Wie war das dann das erste Mal, wie du gemerkt hast, irgendwie triffst du da den Humor der Menschen, die sie irgendwie, ja, dass sich Leute mit dir freuen können über diese netten Gespräche beim Callcenter? Naja, also ich habe eigentlich schon das Problem, ich habe schon eigentlich schon davor so gemerkt, dass Leute schon sich unterhalten fühlen von meinen Sachen. Das Problem war nur, dass es nirgends zuordnenbar war. Es war irgendwie so, ich habe das Gefühl gehabt, okay, Leute mögen es irgendwie, finden es lustig, aber ich kann jetzt nirgends damit hin, weil es gibt kein Genre dafür oder so. Und dann hat es sich aber eh von selbst so entwickelt, dass es dann halt... Dass du deine Genre gemacht hast. Ja, und das ist halt dann auch bei mehreren Sachen jetzt. Manchmal werde ich auch zu kabarettistischen Kontext eingeladen, dann aber doch wieder auf irgendwelche Literatursachen. Also es hat sich dann im Nachhinein, was dann eh praktisch, dass es nicht so zuordnenbar ist, weil man halt... Eine eigene Nische eigentlich. Aber. Ja, also ich würde es halt eben so als Humoristik bezeichnen. Es ist ja sehr virtuell irgendwie auch. Also, ja. Virtuell sind unsere Fragen von den Menschen da draußen, aber die werden niedergeschrieben und mir serviert für euch die Denkzettel. Damen und Herren, der werte Herr Thomas! In der Remis natürlich. Muss so sein. Danke, bitte. Dankeschön. Danke, Klaus-Maria Brandauer. Was bestellen Sie am Würstelstand? Paddelwürstel. Sorte, glaube ich, wird das. Ich glaube, es sind sehr genaue Fragen da. Ja. Käsekreiner. Paddelwürstel, ja. Frankfurter, ja. Wurst, Hauptsache, man kriegt was, siehst du das. Wenn Sie einen Tag ein Mann wären, was würden Sie als erstes machen? Naja, alles, was ich halt als Frau, also alles Körperliche, was ich halt nicht kann, also koitieren, ins Häusl gehen, sag ich so. Sofort alles ausprobieren, alles was mal mit dem neu gewonnenen Teil anstellen kann. Welchen Rat geben Sie Ihren Kindern? Meinen Kindern? Versuchen wir mal ordentlich durchs Leben zu gehen. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Und natürlich, das fängt damit an, wie wir zueinander stehen und wie wir uns einander helfen. Irgendwie sind die Essensfragen. Stimmt es, dass Sie ein Bewerbungsgespräch als Leberkäse-Verkäuferin hatten? Ja, stimmt. Den Job hätte ich sogar echt gern gehabt. Das war so am Westbahnhof, aber da war ich noch nicht so gut im Bewerben. Da wusste ich noch nicht, dass man sich da gescheit anziehen muss und präsentieren muss. Verdammt. Und welcher Lied hast du das letzte Mal gesungen? So vor dich hin? Dusche, vor Freunden, im Park, für Michel? Also ich singe im Moment wegen dem Buch, das ich geschrieben habe. Ja. Da werden viele Kreisler-Lieder zitiert und deswegen singe ich sehr viel Kreisler vor mich hin. Genau, Georg Kreisler. Aber heute huldigen wir einen anderen großen Österreicher. Ach so, war das eine Überleitung? Naja, das habe ich eigentlich gesagt. Ja, genau, also vom Hans Orsulitsch, mein Botscher des Lebens. Wie kommst du am Hansi Orsulitsch? Hast du ihn als Kind auch gehört? Das eigentlich nicht, also komischerweise, obwohl ich viel mit so, ja, österreichischen Popkultur, das schon alles eigentlich normal mitbekommen habe, aber das Lied habe ich erst so vor 15 Jahren, hat mir das erst irgendwer gezeigt. Und das kannte ich gar nicht. Das hat mir halt sofort gefallen, weil es halt auch wie es präsentiert ist, die Geschichte dahinter, der Rhythmus, also das spricht mich an, ja. Der Don ist ja alles vorbereitet, wenn dich das anspricht, da, wenn er dir Stefanie sagt, Nagel! Bitte sehr.
denke ich an früher. Und ich sehe durch einen Schleier von Tränen, wo ich einmal war. Jeder Tag, der vergeht, reißt ganz einfach der Film hoch. Und immer wach ich auf und ich stehe vor dem Botschaft. Mich. Mein Name ist Birgit Denk und ich sage...